So Leute, das fühlt sich richtig AN-mäßig an. Ich bin der Beste, Leute. Das war gerade die krasseste Szene überhaupt. Leute, ich schwöre euch, wenn diese Sache vor einem Jahr passiert wäre, dann wäre Black Ops 4 wahrscheinlich ein ganz anderes Jahr geworden. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die AN94, hier seht ihr sie sogar mit dem Namen AN94, ist einfach spontan gemeinsam mit der VMP zum Beispiel in Black Ops 4 erschienen. Daran merkt man halt, dass die jetzt natürlich noch ein bisschen Cash zu der Tash machen wollen, ist ja klar, deswegen habe ich natürlich nicht investiert, sondern habe mir von einem Kollegen diese Waffe ausgeliehen, beziehungsweise von einem Abonnenten, und dieser Abonnent heißt Shish, also vielen Dank an Shish, Alter, Dankeschön, Mann, ich weiß, das klingt erst lustig, aber genau, und er hat die AN94 nämlich gestern bekommen und deswegen können wir die jetzt gemeinsam spielen. Sie heißt einfach wirklich AN und ich glaube, der Text, der da steht, ist sehr, sehr ähnlich dem, der bei Black Ops 2 stand, auch mit dem die ersten zwei Kugeln werden schneller verschossen und so. Richtig, richtig nice, Freunde. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, nachdem sie in BO3 mit so einem komischen KVK 99M oder so hieß sie da, kommt sie jetzt mit dem echten Namen wieder. Das heißt, es ist erst die zweite AN94, die es überhaupt gibt. Zu krass. Leute, er hat einfach irgendwie alle DLC-Packs. Ich weiß nicht, was das hier für eine Map ist, Alter. Ich habe die ganzen Maps einfach nicht erkannt, die da gerade vorgeschlagen wurden, Mann. Keine Ahnung. Gucken wir jetzt mal. Also, die AN ist ja quasi so die Waffe, ohne die ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen würde, ohne die die ganzen Jahre sich gar nicht so ergeben hätten, weil Black Ops 2 Phase war einfach die wichtigste und dann auch die wichtigste Waffe. Und ich habe ja lustigerweise auch neulich im COD-Podcast drüber gesprochen, dass die AN einfach so die wichtigste Waffe für mich ist. Okay, Leute, also das hier ist einfach... Oh Gott, der hat die ganzen Sachen anders eingestellt als ich. Sorry, ich muss seine Option ändern. Leute, ich kann es nicht glauben, wir haben die AN in der Hand, aber sie sieht ein bisschen der BO3 AN ähnlicher. Wahrscheinlich haben sie die einfach recycelt. Der Hund ist einfach verschwunden. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ehrenhund. Ehrenhund, Alter. Okay, jetzt bin ich natürlich tot. Okay, Leute, also. Jetzt ist er zurückgekommen? Will er mich verarschen? Boah, ich bin so an Modern Warfare gewöhnt. Ich wollte die Tür mit Viereck aufmachen. Ich schwör's euch, Leute. Ich wollte die Tür mit Viereck aufmachen. Da sieht man schon mal, dass alles verloren ist. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht, ey. Ja, sie klingt auf jeden Fall... Oh Gott, die lädt so langsam nach. Bin die nur mit schnellstem Magazin aus Black Ops 2 gewöhnt. Also man merkt auf jeden Fall sofort, sie ist eher an die BO3 AN angelehnt. Aber wir sind Level 4, jetzt haben wir auch Schaft freigeschaltet. Und wenn es jetzt Modern Warfare wäre, dann könnten wir es jetzt direkt draufpacken. In Black Ops 4 ist es leider nicht möglich. Das ist die dunkelste Map seit der Erfindung des schnittigen Schnitzbrots, Freunde. Das gibt's ja nicht. What the hell, mate? Da hinten ist einer. Und da auch. Da haben wir... Nein! Oh Gott! So Leute, ich bin schnell rausgegangen, aber ich habe nämlich gesehen, dass wir es geschafft haben. Okay, dann noch mit Hybridmagazin. Das wird, glaube ich, ziemlich lecker. Das sieht wie Scoops hier liegt, Freunde. Ah, das fühlt sich doch jetzt wie zu Hause an. Auf Icebreaker, meine Lieblingsmap in dem Game. Und einfach mit einer AN in der Hand. Mm. Aber der Sound, muss ich sagen... Der Sound ist einfach nicht so wie der in BO2. Und der Sound war einfach so das Wichtigste fast an dieser Knarre, Mann, weil die hat sich so mächtig angefühlt. Ich hab so einen großen Jara. Ich muss schon sagen, die killt schon schnell. Habe ich mir auch nicht anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Da bin ich mir immer sicher, da ist die einen zuverlässig, ne? Oh, als ob ich keinen kriege. Was? Alle so One-Shot wegen mir? Alle, das sind 4 Ekia-Kills normalerweise. Wollt ihr mich verarschen? Boah, es ist so krass, wie viel... Die hier überleben, wenn du auf die schießt, ne? Das ist so abartig. So, Dröhnchen, Popönchen. Jawohl. Und... Oh mein Gott, geh verkaufen, Bruder. Wirklich, ich mein's ernst. Ist nicht böse gemeint, aber bitte, das war zu hart. Hier ist einer. Ah, ja, von hinten einer. Vom Gunfeeling her weiß ich gar nicht, welches Game ich besser finde. Hier musst du halt wirklich nur draufbleiben irgendwie. Dann kriegst du den Kill schon. Oh nein, 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 bitte Rückzug. Rückzug, Alter. Das Ding ist, hier machen die Spawns halt mehr Sinn. Es ist klar, dass die Gegner jetzt links vor mir sind. Da ist schon der erste Kollege. Als ob ich, das war der gleiche, hätte ich ihm jetzt noch so ein Ding gegeben. Tod, ein Zertüppel. Ja, gut, dass die Sense nicht overpowered ist. Jawohl, okay. Nein, als ob du da bist, nein. Oh, er sitzt in der Ecke. Alter, diese 150 Leben, das ist so viel, ne? Das hat man so vergessen. Ganz ehrlich, ich finde das auch richtig kacke. So, du kannst halt einfach nicht mal eben 3, 4 Leute am Stück holen, wenn die ein bisschen Aim haben. Die sterben ja nicht schnell genug, oh Gott. Muss ich auch voll daran gewöhnen, dass hier mal wieder mehr Action ist. In Modern Warfare, da passiert ja teilweise 2 Minuten gar nicht. Hier ist halt die ganze Zeit irgendwas. So.
will auf jeden Fall gleich auch mal das Ironside ausprobieren. Das gehört natürlich dazu. Das war sehr merkwürdig. Das ist auch sozusagen die einzige, also theoretisch haben die genau ihr Ziel erreicht, weil das ist der einzige Grund, warum ich jetzt nochmal Black Ops 4 spiele, ist wirklich nur das. Nur, dass die AN wieder da ist. Sonst hätte ich nicht gespielt. Okay, wobei sie haben nicht alles erreicht, weil ich habe das nicht bezahlt. So, ich habe mir den Account ausgeliehen. Wahrscheinlich knifst du mich jetzt einfach so, oder? Ah, ich habe das Magazin freigeschaltet. Perfekt. Alter, das ist so krass, wie viel die schlucken, ne? Aha, was haben wir denn hier für einen Kandidaten? Ja, so Sense raus. Aktiviere Sense. Gut, dass der Teammate ihn nicht trifft. Ehremann. Wo sind die jetzt schon wieder? Der wird so das Ding ins Kassieren jetzt. Aus einem Meter. No chance, Bro. Und so der Sensenmann. Hallöchen. Ah, jetzt haben wir nochmal die Streaks bekommen wenigstens. Können wir die nochmal raushauen? Ich weiß gar nicht, wie man die benutzt in dem Spiel. Keine Ahnung. So, ich habe jetzt hier zwei. Achso, und dann einfach so. Das finde ich besser irgendwie, wenn das so ist. Na, ja, war doch eine schöne Runde. Oh, woo! Lol. What the hell? Ist das denn eine Armbrust mit Schnellfeuer? Ich habe so viel verpasst, Freunde. Als ob der so viele Kills gemacht hat. Yo, alles klar. Das war ein heftiger Clip, Mann. Hybridmagazin, das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir packen uns das Hybridmagazin jetzt ein und nehmen dafür einen Rotpunkt raus. So, das ist jetzt so eine richtig klassische AN. Havanna? Havanna ist wieder da? Leute, ich habe nichts mitbekommen. Geil. Okay, das Ironside ist richtig groß, Alter. Das ist ja das Vordere vor allem hier. Das ist so, what? Das ist sehr, sehr riesig. Hybridmagazin ist so ziemlich die krasseste Erfindung, Mann. Man hat einfach ein erweitertes Magazin mit schnellem Magazin gemischt. Oh, warte, das hat sich aber mehr wie eine AN angefühlt. Da kommen drei Leute, alles klar. Der einzige Kontakt, den ich derzeit zu Havanna habe, ist, wenn ich mir schön was... ein schönes Getränk mal gönne, du. Boah, das fühlt sich richtig geil an, muss ich sagen, Leute. Ohne Rotpunkt-Feeling ist noch mal ein bisschen stärker, finde ich. Da ist einer. Bruder muss los. Oh mein Gott, Erik, komplett einkassiert. Ich bin wieder drin. Okay, Digga, der Typ ist genau über mir. Okay, versuchen wir erstmal... Oh mein Gott. Ja, es war so klar. Jetzt kommen sie zu viert. Aber nicer Start auf jeden Fall in die Runde. Also so fühlt sich dir ein richtig... Oh ja, einfach rein. Boah, also Leute, das fühlt sich richtig AN-mäßig an. Ich bin der Beste, Leute. Das war gerade die krasseste Szene überhaupt. Ich mein's ernst. Oh nein, 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 der Sniper. Jawohl, Dröhnchen, Pupönchen. Boah, die Runde macht richtig Bock. Hier ist mein Mantis, mein Kollege, Digga, bester Typ. Das gibt sich, dass ich jetzt die Hellstorm nicht bekommen habe, weil da wieder drei Leute abhängen. Oh mein Gott. Ich hier. Okay, da hatte ich no chance. Welche Waffe war das? Kap 40. Okay, aus der Entfernung Kap 40. Und so ein... Solche Maps wie diese hier gibt's irgendwie heutzutage gar nicht mehr, ne? Das hier ist halt so, es gibt hier halt Häuser, da kommst du halt vielleicht nie durch in einer Runde, wenn du dich nicht komplett drauf konzentrierst, jeden Spot einmal abgelaufen zu sein, so wisst ihr? Leute, ich habe mich so verlaufen, ich glaube, mir ist richtig schlecht geworden gerade. Leute, ich habe gerade gesehen, nächste Woche kommt Call of Duty Mobile raus. Das werde ich auf jeden Fall auch hochladen. Müssen wir mal gucken, wie das so ist, ne? Leute, das ist irgendwie die geilste DLC-Map. Also von denen, die ich bis jetzt kenne. Ich mag dieses Männchen da oben. Und diesen hier mag ich auch. Wobei, ich mag ihn doch nicht so gerne. Nope. What the hell spielen die hier für Waffen in dieser Lobby? Abgelaufen. Wie der geschluckt hat, ist ja wirklich absolut krank. Guck, Leute, ich hätte jetzt hier keine Ahnung, was weiß ich, wie viel Kills machen können, aber so geht's halt nicht. Er holt mich noch. Was? Nein, da gibt's einen Winkel und er spielt ihn wirklich perfekt. Okay, GG's, Mann, da kann ich nichts sagen. Alle gehen nur durch die Mitte auf dieser Map, so. Alle wollen Hauptsache mal einen Kill in ihrem Leben machen, so, glaube ich. Dann reicht es denen schon. Sonst muss ich ganz außen gehen, sonst bin ich komplett RIP. Triage-System eingesetzt. Abgelaufen. Ja, hohoho.
Oh mein Gott, ich habe sie alle so zerstört. Ich habe sie so zerstört. Ja, der Typ wird sich freuen, wenn er wieder auf seinen Account kommt. Habe ich die AN wenigstens voll weit gelevelt. So. Vielleicht freut er sich ja darüber. Danke. Ist Geschichte. Danke. Immer in Bewegung bleiben, ist das Schlauste, was man machen kann. Ich bin einfach so drin gerade, ja. Ne, wir machen das mal so, weil hier kommt einer hoch in 3, 2, 1. Ja, moin. Könnte auch einer hochkommen, da spüre ich gerade irgendwas. Da spüre ich gerade was, Freunde. Oh, es ist mal wieder die Wahrheit, was ich gespürt habe. Oh, cool, da kommt gleich noch einer. Perfekt. Nehme ich mal direkt die K40, weil mit der macht es natürlich am meisten Spaß. 3, 2, 1. Da ist er auch schon. Hallöchen. Ah, schade. Was war das für eine Endszene, Freunde? Leute, die A1 macht auf jeden Fall richtig Spaß. Lasst dem Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.